Swirl TV. Stream what you really like. Seit die Welt weiß, dass es Mutanten gibt, gab es geheime Gesellschaften, die in ihnen eine Art Wiederkunft des Herrn sehen oder ein Zeichen Gottes. Sie glauben, dass vor vielen 10.000 Jahren ein uraltes Wesen geboren wurde. Der allererste Mutant. Ihr seid alle meine Kinder. Und ihr seid verloren, weil ihr blinden Anführern folgt. Auf zum dritten Abenteuer der neuen X-Men. Diesmal verschlägt es die bunte Mutantentruppe in die 80er Jahre. In X-Men Apocalypse müssen sie sich gegen den titelgebenden Schurken erwehren. Ein Fest für alle, die ein Herz für Mutanten haben und die Vorgänger kennen. Neueinsteiger werden sich schwer tun. Jetzt! Ja, es lebt. Knapp 200 Jahre nach der Veröffentlichung von Mary Shelleys Gruselroman Frankenstein gibt es mit Victor Frankenstein eine weitere filmische Neuinterpretation des Klassikers. Im Zentrum der Geschichte steht der Assistent des Doktors, gespielt von Daniel Radcliffe. Die Horrorstory unterhält, bleibt aber etwas leblos. Wir haben Informationen, dass Sie heute in Nairobi sein werden. Ziel ist es, die Verdächtigen festzunehmen, nicht sie zu töten. Wir brauchen ganz schnell ein Auge in diesem Haus. Eye in the Sky erzählt von einem Drohneneinsatz in Kenia und verdichtet darin die gesamte Komplexität moderner Kriegsführung. Nervenaufreibend, topaktuell und mit Helen Mirren und Alan Rickman erstklassig besetzt. Eine Schande, dass es dieser Ausnahmefilm nicht ins Kino schaffte. Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability control of our critical infrastructure systems. This actually contains the Stuxnet virus. Ist es tatsächlich ratsam, Wasser und Lebensmittel zu horten? Zero Days, der neueste Film von Alex Gibney, lässt daran keinen Zweifel. Ein handwerklich herausragender Doku-Thriller über die Cyberwaffe Stuxnet, die einen neuen Standard in der Kriegsführung setzte. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.